Herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi-Kampf hier auf meinem Kanal. Wie wir sehen, befinden wir uns heute wieder im Overused. Mir ist entgangen, dass Zygarde wohl in Overused derzeit wohl ein ziemlicher Threat ist. Deshalb dachte ich mir, baue ich mal ein Team darum. Das habe ich dann ein bisschen in Showdown getestet, war relativ zufrieden, habe dann noch eine kleine Änderung an dem Team gemacht. So habe ich mein Voltolos Inkarnationsform durch Tangulos ersetzt. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Was interessant wäre. Zygarde mit 6 DV auf 31, dann Kronkorken, dazu mit der Schlammwoge als Coverage Move, da ich mal gekalkt habe mit Lebenorb und Schlammwoge, mache ich das locker, um ein gegnerisches Kaputoro in der Schlammwoge garantiert rauszunehmen. Victini wird mein Lead sein, mit der U-Turn wird dann was gescoutet, außerdem kann ich mit Trickbetrug auch den Watscher auf gegnerische defensive Mon geben und so ein Chanera beispielsweise möchte keinen Watscher haben. Meditalis und Magiana sollen dann anschließend durch das gegnerische Team erstmal fegen bzw. es ordentlich anhitten, damit das Zygarde später durchgehen kann. Damit Zygarde und die anderen offensiven Mon keine Statusveränderungen erleiden, habe ich Kapokime mit dabei, da durch das Nebelfeld Statusveränderungen verhindert werden. Und zu guter Letzt ist Tangulos noch dabei, weil er halt ein guter Konter gegen gegnerische Zygarde ist, je nachdem wie sie ausgelegt sind. Außerdem ist Erdbeben und Abschlag nicht schlecht. So, nachdem ich etwas auf das Team eingegangen bin, falls euch die Sets interessieren sollten, kann ich die auch später nochmal in die Box packen. Aber legen wir erstmal los. Ja, mit diesem Team möchte ich loslegen. So, als Musik nehmen wir dann mal Samantha 2. So, Vivian wählt noch aus und ist fertig. So, schauen wir mal, womit sie dann mitkommt. Sie hat... Er hat keinen Zygarde mit dabei, das ist für mich schon mal gut. Er hat auch keinen wirklichen Zygarde-Counter. Er hat aber einen Victini dabei. Wahrscheinlich mega geiler Ladi heißt, ich würde mit meinem Victini leben. So. Und los. Ich rechne mir sehr gute Chancen für dieses Match aus, wenn ich es nicht choke. Oder wenn mein Gegner natürlich wesentlich besser spielt als ich, was auch passieren kann. Aber dann ist ihm der Sieg auf jeden Fall gegönnt. Natürlich auch, wenn ich choke, denn dann habe ich euch meine eigene Dummheit verloren. Aber hoffen wir mal auf einen guten, hexfreien Kampf, denn das ist das Wichtigste. So. Pokémon-Trainer Vivian fordert dich heraus. Violett. Violett. Das ist das Gengar, okay. Heißt, ich werde jetzt auf U-Turn gehen und... anschließend in mein Tangulos gehen. Hoffen wir mal, dass das Gengar nicht gescarft ist. Denn das wäre ziemlich unangenehm für mich. Nein, das ist schon mal nicht gescarft, das ist gut zu wissen. Heißt, es wird wahrscheinlich gespext sein. Aber ich habe eigentlich trotzdem keine Wahl, als auf meinen Tangulos zu gehen. Dann kann ich gleich einen Abschlag drücken und irgendwas ordentlich anschädigen. Schmuckball kommt wie erwartet, das ist okay. Ugh. Spiel, bitte. Aber egal, ich sollte trotzdem noch einen Schmuckball tanken und muss dann halt auf die Belebekraft setzen. Nochmal Spukball ist okay.
Wow. So viel dazu. Was mache ich jetzt? Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Heißt, ich werde jetzt in Victini wieder gehen und den V-Generator drücken. So. Was macht mein Gegner jetzt? Dieser Spukball-Spätzle-Drop ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Denn ohne diesen Drop hätte es vielleicht nicht gereicht, aber kann man nichts dran ändern. Ist halt Pokémon. Und das ist ein Hexer-Standard. Er ruft seinen Gengar zurück. Was holt er rein? Kapukime. Hat er gut gemacht. Nebelerzeuger kommt, ist auch okay. Das Blöde ist, dass ich jetzt meinen Kapukime-Counter verloren habe. V-Generator, wie viel Schaden machst du? Kaum etwas. Und auf jeden Fall nicht annähernd genug, als dass ich es drin lassen würde. Heißt, ich muss jetzt in mein Magianer gehen und das den Stahl-Move drücken. Ich könnte zwar auch in Seigard gehen, aber warum sollte ich das? Ah, er macht einen Double Switch. Und geht in sein Violet. Aber ich habe eigentlich nichts, was ich in Gengar reinwechseln kann. Das heißt, ich muss jetzt drin bleiben. In die Lichtkanone drücken und hoffen, dass es ausreicht. Spuk bekommt. Wie viel Schaden machst du, Gengar? Ernsthaft, spiele ich schon wieder einen Spätzle-Drop? Warum? Warum tust du mir das an? Mein Gegner kann zwar nichts dafür, es ist schon etwas lächerlich. Wenigstens ist das Gengar jetzt raus. Das heißt, es steht jetzt um 5 und ich muss trotzdem rauswechseln. Was ich wahrscheinlich sowieso hätte machen müssen. Trotzdem ist das doch etwas unnötig gewesen. So. Zitterahl. Wird jetzt wahrscheinlich die Feuerattacke oder die Elektroattacke. Was hat er noch dabei? Er hat noch Boreos, sein Victini, sein Kapukime. Probiere es mal aus und versuche es mit Seigard. Und hoffe, dass er nicht die Afterserver Eis hat. Donnerblitz, das ist okay. Heißt, ich kann jetzt einmal auf den Drachentanz gehen. Vielleicht. Ich hätte doch auf die Schlammwoge gehen sollen. Ich glaube, ich kelke jetzt sogar mal nach, weil ich wirklich... Nein, das Spiel laggt jetzt schon etwas. Ich glaube, das wird nicht reichen. Und ich will auch nicht mein Seigarde jetzt schon opfern. Heißt, ich gehe wieder in Duval Robot und werde den Wortwechsel drücken. Sofern ich dann überlebe und nicht wieder irgendwelche unschönen Hex fresse. Aber das ist jetzt halbwegs fair, da es in der Tür zwar auch daneben geht.
irgendwie passieren die Hexen in diesem Match nur auf der gegnerischen Seite. Das ist schon irgendwie skurril. So, mein Gegner überlegt noch. Er ruft zurück. Geht in sein Victini, okay. Mache vernünftigen Schaden, möchte ich meinen. Was mache ich jetzt? Das mache ich nicht. Ich kann nicht in Meditalis oder Kukime gehen. Heißt, ich muss in mein eigenes Victini gehen und hoffen, dass der Kreuzdonner ausreicht. So. Ich bin schnell, das heißt, er ist entweder gebändet oder ich habe das Speed-Teil gewonnen. So, was holst du jetzt rein, Gegnerchen? Gladiator, das ist sein Meditalis. Das ist aber okay, denke ich. Denn ich kann jetzt in Fish and Chips gehen. Und hoffen, dass er keinen Donnerschlag hat. So, was machst du, Gegnerchen? Mega-Entwicklung ist okay. Schattenstoß. Aber das ist okay. So. Was könnte er reinholen? Ich würde schon sagen, dass die Hydro-Pumpe mein Safe-Stop... Erst mein Gedankengut. Und dann die Hydro-Pumpe. Lautkling, wie viel Schaden machst du? Ja. Viel zu viel Schaden. Ich hätte doch auf die Mondgewalt gehen sollen. Ah, fuck. Entschuldigt meine Wortwahl. Aber das ist jetzt doch etwas unangenehm. Ja, es war ein Missplay von meiner Seite. Das heißt, ich gehe jetzt in Bikini und hoffe, dass der V-Generator reicht. Oder zumindest der Kreuzdonner. Medital, Quatsch. Das Vieh ist leider nicht so. Ich gehe mal auf den sicheren V-Generator. Ja, wechsle wahrscheinlich jetzt in Kapokime wieder raus. Nein, sein eigenes Victini. Aber das ist okay, denn ich kann das vielleicht mit einem V-Generator rausnehmen. Wow, mit einem... Nein, das ist K.O., das muss K.O. sein. Wäre jetzt echt traurig gewesen, wenn ich mit einem Mikropixel nicht einen One-Hit geschafft hätte. Und er geht wieder in seinen... Ich muss jetzt wieder rausgehen. Und meinen Fish and Chips opfern, wie es aussieht. Weil ich eben das mit der Mondgewalt gechoked habe. So.
Mondgewalt, falls er aus irgendwelchen Gründen rauswechseln sollte, macht er aber nicht. Geht auf die Lapplinge, nimmt meinen Kapokime raus, das ist völlig okay. Tut mir leid für das Kapokime, aber das habe ich mit der Mondgewalt echt gechoked. Gehe ich jetzt in Duver Robot? Ich glaube, das mache ich sogar, weil er eigentlich, wenn er keinen Fallschlag hat, sollte er mich eigentlich nicht rausnehmen können, außer er ist hart. Denke ich. Er ruft es zurück, das ist okay. Zitteraal frisst jetzt ein Kanonenbouquet mit einem Wahlglas, das ist gut. Wie viel Schaden frisst du? Ja, das ist definitiv keine Offensivweste. Heißt, ich kann jetzt nochmal das Kanonenbouquet nehmen und das vielleicht sogar rausnehmen. Wunderbar. So, was wechselst du jetzt rein, Gegner? Das ist auf jeden Fall spannend, trotz meines Missplays. Und da hat irgendjemand auf der Straße gehupt, das finde ich jetzt nicht sonderlich nett. Wird wahrscheinlich wieder in sein Mega gehen. Den gehe ich mal stark von aus. Er überlegt ziemlich lange. Und da kommt es. Und ich muss auswechseln. Was hat er noch? Er müsste noch Gengar. Und er hat noch Victini. Er hat noch Boreus. Und Kapokime, glaube ich. Nein, Victini hat er nicht mehr. Noch Boreus und Galadladi auf jeden Fall. Den Gladiator und ich glaube entweder Gengar oder Victini. Victini wird also meine Win Condition sein. Heißt, ich gehe in mein minus 100 Dioptrien und opfere es, denke ich. Denn ich glaube, mein Meditalis brauche ich am wenigsten noch. Nahkampf. Das sollte aber resistet sein und nicht von mir getankt werden. Gerade so. Heißt, ich kann noch einen Bullet Punch draufhauen. Und es am wenigsten etwas anschippen. Sofern es nicht schneller ist. Ich habe gerade echt nicht die Speed Tiers im Kopf. Mein Meditalis ist auf jeden Fall froh. Ich bin schneller. Ja, und es ist ein Crit, das ist jetzt ärgerlich, aber wenn man bedenkt, wie viele Spätzle Flops ich bekommen habe, dann hält das jetzt wenigstens etwas in Grenzen. Von der Gerechtigkeit her. So. Ich hoffe mal, die Shadows, das Shadow Sneak reicht nicht aus und ich kann jetzt den Kreuzdummer drücken. Ja, er ruft es zurück. Das heißt, irgendwas frisst jetzt einen Kreuzdonner. Das Kapokime frisst jetzt einen Kreuzdonner. Sehr schön. So. Ja, das ist definitiv physisch defensiv.
heißt, die Schlammwoge sollte es rausnehmen können. Ich glaube, ich gehe erstmal in Duo Robot und drücke da den Voltwechsel. Denn mein Bikini ist eigentlich noch ziemlich wichtig. Surfer kommt, das ist okay. Wie viel Schaden macht ein Surfer? 94 auf 43. Voltwechsel. Es ist schneller. Das ist jetzt ärgerlich. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Scheues oder so gespeedcreep, dass es einen Magianer überholen kann zumindest. So sei gerade. Schauen wir mal, ob es laufen wird. Schlammwoge. So, er überlegt. Ich bin schneller, das ist gut. Die Schlammwoge trifft, das ist auch gut. Aber es reicht nicht aus. Und der Naturzaun geht daneben, das ist traurig. Also ich werde jetzt nochmal die Schlammwoge drücken. Jetzt trifft der Naturzaun, das ist fair. Und ich hoffe mal, das ist jetzt in einer Turbo-Tempo-Range. Sehr schön. Tornados kommt rein, das ist auch okay. So. Er wird mich jetzt wahrscheinlich rausnehmen. Das heißt, ich werde jetzt Turbo-Tempo drücken. Einfach um es etwas hier zu chippen. Ja, das macht gut Schaden. Drückt den Abschlag. Nimmt mich raus. Doch nicht. Ganz knapp nicht. Und 2 KP. Das tut mir wirklich leid. Heißt, ich kann jetzt nochmal auf das Turbo-Tempo gehen. Und dann sollte mein Bikini viel Spaß haben im gegnerischen Team. So. So, jetzt habe ich noch jetzt muss ich nur noch hoffen, dass der Shadow Sneak nicht ausreicht. Kreuzdonner. So, reicht das jetzt aus? Er wird definitiv auf Shadow Sneak, also Schattenstoß gehen. Aber wird das ausreichen? Es ist nicht Step. Es ist ja jetzt keine so hohe Base. Stärke. Gleichzeitig ist es aber sehr effektiv. Er geht auf Schattenstoß. Und das reicht nicht aus. Das ist gut. Das heißt, ich könnte das jetzt sogar gewonnen haben, wenn sein Boreas nicht auch irgendwie gescarft sein sollte und mich irgendwie outspeeden sollte. Jetzt noch mal den Kreuzdonner und schauen wir.
Ich bin schneller, ich kann es rausnehmen, gewinne dadurch. GG an meinen Gegner. War auf jeden Fall ein spannendes Match, trotz der ganzen Hacks und Missplays auf beiden Seiten. Wenn euch der Kampf gefallen habe, würde ich mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Wenn ihr mal gegen mich spielen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt mich auf Twitter an. Es wird auch in der Box irgendwo stehen. Wenn ihr das Set bzw. den Importable Link, den Importable Stuff von Showdown wissen wollt für dieses Team, fragt einfach nach, ich poste es dann einfach entweder in die Box oder unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und ciao.